Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Cops vs. Racer steht an und mit dabei heute haben wir Andi, Maxi, Flowing, Falk, Spadboy, Aaron, Dufter, Knutmut, Luna und Mo. Grüßt euch. Hallo. 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 Yes, ich habe es nicht vergessen, euch die Chance zu geben, sich zu begrüßen, wie letztes Mal oder vorletztes Mal. Ich weiß schon gar nicht mehr. Das war ein bisschen peinlich. Aber ihr habt alle gut verkraftet und das ist schön. Ja, wir sind alle in Therapie seitdem, aber es geht schon. Ja, alles. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Ich vertraue auf euch. Zu Szene letzte Woche. Ich möchte da gar nicht mehr so groß drauf eingehen tatsächlich. Ich habe mir die Szene auch nochmal selber angeguckt. Am Ende des Tages waren es 2 Sekunden tatsächlich, nicht diese 20. Bis ich natürlich zur Reparatur kam, waren es 20 Sekunden. Aber in dem Punkt, ab dem es gezählt hätte, wären 2 Sekunden gewesen. Kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob das okay ist oder nicht. Am Ende des Tages schenke ich gerne diese Festnahme. Ich denke einfach, wir sollten in Zukunft einfach gucken, dass jeder für sich guckt, dass er es vorher schafft. Und dann sind wir fein. Wir wollen einfach alle irgendwo Spaß haben. Und ich glaube, das hatten wir. Und so soll es auch weiterhin sein. Deswegen das noch ganz kurz angerissen. Auf jeden Fall trotzdem Dankeschön für das ganze Feedback von verschiedenen Leuten und mit verschiedenen Ansichten. Also von dem her, vielen, vielen Dank, dass ihr die mitgeteilt habt. So, aber jetzt gehen wir ganz schnell die Racer-Karte der ersten Runde durch und dann können wir auch schon starten. Wir beginnen ja von links nach rechts. Wir haben einmal einen Golf R am Start, wir haben den Audi TTRS am Start, wir haben den Dodge Charger als Kombi, also den Magnum am Start, wir haben den Mercedes SLK am Start und wir haben den 1er M-Series von BMW am Start und damit geht's jetzt an den Start. Ja, da geht's auch schon los mit der ersten Runde. Ich darf hier die Gruppe anmoderieren mit Falk, Spadboy, Aaron und Maurice, wo ich mir jetzt mal einfach ganz egoistisch Präsenten ab so ein bisschen gestoppt habe. Und ich würde sagen, der Taktik weichen wir jetzt gar nicht so arg vom Standard ab. Wir schicken 2er-Teams daraus. Am besten machen wir mal einen Impala und einen Chevy. Ihr wisst, was ich meine. Ein ZL1 und ein Impala zusammen. Ich denke, das ist die sinnvollste Kombi und einer muss halt dann alleine fahren. Ich weiß nicht, wer das machen möchte. Hey Maxi, wollen wir zusammenfahren? Ja, guck mal, es ging gerade um den, der alleine fahren will, wenn es keiner mehr macht. Ich würde mit René fahren. Wer fährt alleine? Ich fahre mit René. Okay, nee, dann machen wir das noch anders. Ich hab den Zettel 1, der ist ein bisschen schneller. Dann fährst du, Falk, mit Maurice und ich fahre alleine. Es geht los in 5 Sekunden. Dingsens ganz links. Okay. Und los geht's. Mit einem Crash in der Kopftruppe erstmal. Ich schieße dich da vorne am Eingang ab. Ey, Falk, komm mal her. Ja, ist klar. Aaron, wir fahren links. Maurice, wo bist du? Genau. Guckt, dass ihr auch als Zweiergruppe unterwegs seid, weil das viel effektiver ist für die Festnahmen, wenn wir gleich 2 Mann dran haben, weil Probleme, jemanden zu finden, haben wir hier echt nicht. Hast du gerade vergessen zu bremsen oder mit Absicht? Nö, ich wollte den großen Kreisel fahren. Ach so. Dann hat man mehr Schwung für die nächste Gerade. Achtung, ich bremse. Ach so. Wie sollen wir uns einteilen, aufteilen? Ah, das ist ein guter Punkt. das haben wir jetzt gar nicht gemacht. Ihr fahrt jetzt 2 Teams durch die Stadt. Vielleicht kann das Team Falk, Maurice sich den Osten vornehmen, das andere Team den Westen. Aber nur so grob, also ihr müsst ja quasi die Hälfte der Stadt fast abdecken. Ich gucke, dass ich irgendwie die Mitte noch ein bisschen mitnehme. Aber wir sollten eigentlich nicht die Riesenprobleme haben, Racer zu finden. Wir müssen halt, wenn wir welche finden, dann schnell rankommen. Jo. Oh. Das ist die Hauptsache. Lass mal nebeneinander fahren am besten. Das musst du so ganz leicht versetzt, würde ich sagen. So. Wenn du abbiegen willst, musst du sagen. Dann lass uns hier rechts. Also ich mach das immer so nach Gefühl. Von mir aus können wir vor jeder Kreuzung anhalten und würfeln. Jetzt können wir langsam mal einen finden. Das wäre langsam Zeit. Rechts, links, ich weiß ja nicht, wo lang du gehst. Meine 3 Alpen schlagen links ein. Ja, genau so, genau so. Also nichts mehr vielleicht ein Weg früher sagen. Ich glaube, ja, den Kombi fährt auf Eskalation runter in den Untergrund. Ne, dreht doch wieder um, fährt raus auf Eskalation jetzt in Richtung Westen.
Also ist gleich an der Kreuzung, wo er über die Hauptstraße drüber fährt. Ne, an der Hauptstraße raus. Nicht Hauptstraße, Speerstraße. Speerstraße in Richtung Süden runter. Da kommt uns auch eine andere Verfolgung entgegen. Warum wurde die nicht gecallt? Oh, das ist der Golf. I'm sorry, mein Mikro hat sich disconnected. Cool. Ah, ja. Dann, der Kombi ist jetzt auf der südlichen Straße mit dem Tunnel. Jetzt im Tunnel quasi, im Süden. Dreht wieder um, fährt wieder zurück zur Speerstraße. Ja, wird jetzt alle Einheiten Richtung Süden zuziehen. Er biegt aber vorher rechts ab in das Wirrwarr rein. Ist dann quasi gleich auf dem, wieder an der Abfahrt in den Tunnel runter und fährt jetzt die Eskalation zurück in Richtung Speerstraße. Da ist auch der Mercedes. Biegt jetzt wieder rechts ab auf die Straße nach Nordenhof und der Eskalation 1 vor der Speerstraße. Und kommt gleich an der nördlichen Straße in der Nähe vom nördlichsten Punkt raus. Ist jetzt auf Höhe nördlichste Straße, biegt links weg in Richtung nördlichster Punkt. Und ist jetzt am nördlichsten Punkt, wird vermutlich gleich den nördlichsten Tunnel nehmen. Nee, fährt ein bisschen enger und fährt auf der Speerstraße wieder zum Süden. Vor uns ist auch noch der Golf. Bitte jetzt alle mal rankommen an die Kreuzung Hauptstraße. Ja, der Golf kommt. Ja, wir sind wieder abgebogen auf die Eskalation. Scheint seine Lieblingsstraße zu sein. Ja, sehr schön, sehr schön. Der hat er mich nicht gesehen, oder? Nee, der hatte ich gesehen. Alles gut. Okay, alles klar. Der hat ordentlich mitbekommen. Wir sind jetzt im Untergrund von Eskalation reingefahren und fahren in Richtung, das müsste Hauptstraße sein, raus. Hauptstraße wieder Richtung Speerstraße zurück jetzt gleich. Ja, jetzt auf der Hauptstraße drauf, gleich am Treppenplatz. Sehr schön, das sind zwei Cops, ja, sehr gut. Aaron, wir fahren wieder auf die, auf die Speerstraße und wieder zurück auf die Eskalation. Er liebt diese Straße. Eskalation jetzt wieder links hoch, den kleinen Weg in Richtung Norden. Und ist gleich wieder an der nördlichsten Straße. Kommt vom nördlichsten Tunnel. Ja, der wird diesmal aber, ne, er fährt tatsächlich Richtung Tunnel. Wenn du jetzt einen schönen Hit landen könntest, wäre das perfekt. Ist jetzt an der Kreuzung? So meinst du in etwa? Ah, bei dem Golf, naja, ist auch okay. Golf festsetzen? Also, wenn wir jetzt nicht rankommen gleich, okay, dann nehmen wir den Golf. Ist, weg. Okay, ja, dann weiter wissen wir die Speerstraße runter, also was? Er ist zumindest geportet. Was? Echt jetzt? Ja. Ist er fährt raus, schon oder? Wieder auf ja, die Eskalation. Das ist safe, Andy, oder? In dem Ding. Ja, vor allem ist es Andy. Ja. Das ist mir schon wieder so klar. Er fährt diesmal tatsächlich nicht in den Untergrund, sondern weiter auf der Eskalation rein in die Stadt. Wohin? Ja, genau da. Ist jetzt abgebogen in Richtung Statuenplatz und fährt Statuenplatz durch, vermutlich Richtung Universität kommen. Ist jetzt auf der Hauptstraße in Richtung ganz in den Osten, wird auf der östlichsten Straße raus, gleich vor sein. Uns, vor uns. Biegt links den weg Richtung Norden. Und bringt direkt die erste wieder rein auf die parallele nördliche Straße. Parallele nördliche Straße jetzt wieder Richtung Westen. Warte, lass den Audi hier nochmal mitnehmen. Leute, wir müssen uns jetzt auf einen fokussen. Ja. Oh, da ist der Audi. Ja, wir nehmen jetzt den Audi fest. Sehr schön. Der hat schon einen guten Hit gekriegt vorhin. Ja. Wir machen jetzt den Audi. Ich lass den anderen fahren. Der hat so viel Leistung und kommen wir kaum hinterher. Ja, den haben wir. Sehr schön. Ja. Okay, dann verteilt euch wieder und ich würde sagen, wir lassen mal den Prio von dem pinken, was war das, Dodge, ab, weil da haben wir jetzt ja gerade so Probleme gehabt, ranzukommen. Also die Prio legen wir jetzt erstmal auf andere Autos. René, wo bist du jetzt gerade? Vor dir wahrscheinlich. Also du... Jetzt hier auf der Kreuzung. Ja, okay, dann bist du es. Da vorne da links war eben was Schnelles. Ja. Irgendwas fährt das obligatorische U hoch. Da ist der Golf. Links der Golf. Nähe Treppenplatz. Fahren jetzt nicht in den Untergrund. Wir fahren die genauso gerade wieder wie Andi. Sehe euch, ja. Er fährt wieder die Straße in Richtung Norden. Von der Eskalation aus kreuzt gleich die Hauptstraße. Wo ist er hin? Wieder links Treppenplatz. Ja. Auf Hauptstraße, jetzt Speerstraße. Leute, man muss sich von hier hinten callen.
Fährt weiter Richtung obligatorisches Zoo oder fährt in die. Hier rechts, das ist die Dings. Was ist denn das? Tarnadel. Schieß mich jetzt bitte nicht weg. Hä? Was hat der denn gehabt? Der ist gerade durch euch beide durch, okay. Ja, also er fährt Haarnadel jetzt runter in Richtung den Park. Und schießt weiter durch, wird gleich auf Eskalation kotzen. Sehr schön gemacht, sehr schön. Fährt links weg in Richtung Bahnhof jetzt. Ist gleich auf Höhe Bahnhof und fährt er hin? Rechts weg in Richtung Tunnel. Ist Hauptstraße, oder nicht? Der Golf nicht, ne? Also, oder, nee, noch nicht, aber. Ja, da wird er gleich wieder die Sperrstraße kreuzen. Oh, ja, jetzt wird's zur Hauptstraße, genau. Ja. Hast recht. Gleich wieder auf der Hauptstraße an der Kreuzung Treppenplatz. Jetzt an der Kreuzung Treppenplatz. Oh, oh ja, ich habe ihn auf den Treppenplatz gehauen. Du kommst hier nicht raus. Er kommt hier. Ja, fährt Hauptstraße jetzt weiter in Richtung Osten. Wir fahren immer noch die Hauptstraße Richtung Osten. Sind jetzt vorbei am Wirrwarr. Sind weiter Richtung, sind jetzt an der Zickstadt oder S-Kurve vorbei. Fahren weiter Richtung Osten, werden auf jeden Fall zur östlichen kommen. In 1,5 Minuten beginnt die Kaffeepause. Wir fahren die zweite. Ich würde ihn gerne davor noch. Ja, ja, er ist an der Wand, jetzt ran da. Wo seid ihr? Hat umgedreht, ist Hauptstraße wieder zurück. Hab ihn frontal. Hinter. Ja. Schön, dass wir das vor der Kaffeepause noch kriegen, ist wichtig. 3, 4, 5. Oder Civic oder was auch immer. Alles klar. Wo Falk? S-Kurve, Richtung. Was ist das? Fährt jetzt zur nördlichen bzw. Stadio. Östliche Richtung Stadio. Fährt. Fährt weiter die östliche. Also kommt mehr oder weniger zur Hauptstraße, zum Ende. Ach, da fährt nach oben quasi. Ja, quasi. Jetzt fährt er nach oben. Alter, der hat ja gar keinen Reifen mehr. Das ist der Dodge oder so? Aber der hat lass den Dodge Dodge sein. Ignorieren, einfach ignorieren. Nee, den können wir schon kriegen. Den kriegen wir. Also wir fahren jetzt übrigens Hauptstraße, da ist nochmal irgendwas gekreuzt, was schnell ist. Hey. Ja, ich. Wir fahren wieder die Zickzackstraße oder was ist das? S. Das östliche auf jeden Fall. Winkelgasse. Nein. Nicht? Winkelgasse ist nicht. Wir fahren Richtung. Was ist das? Ist die Eskalation Wirrwarr? Richtung Wirrwarr. Oder was das hier ist? Ja, bei der Mörderkante. Da war wieder der Audi. Ich ignoriere ihn jetzt einfach mal kurz. Sind jetzt am Statornplatz, fahren Richtung Eskalation. Sind jetzt auf der Eskalation. Fahren die Eskalation weiter durch. Fahren jetzt entweder in den Untergrund oder zur. Was macht er denn? Wir fahren auf jeden Fall Richtung Sperrstraße. Verkehr steht. Sperrstraße. Ja, schön. Ja, probiert nochmal neben ihn zu gehen, da rechts in die Hauswand. In Richtung Bahnhof, wenn ich schon alle. Ah! Ja. Richtung Bahnhof. Jetzt links. Alter. Ja, Alter. Passt. Alter, wo kürzt er denn jetzt hier ab? Okay, er ist jetzt am Bahnhof. Ist Kaffeepause schon? Jetzt ist Kaffeepause. Er wird sich dann da vorne reparieren wollen. Ja. Nee, das werde ich nicht verhindern können. Jetzt die Frage: Wollen wir auf ihn draufgehen, wenn er frisch repariert ist? Ich habe mich dazwischen gestellt, er kann nicht in die Kaffeepause fahren. Fährt das zurück vom Bahnhof in Richtung Park, biegt aber ab ins obligatorische U. Ja, das ist keinen Zweck. Ne, ich habe ihm nochmal einen auf die Motorhaube geben wollen. Was ist er denn? Alter, kriegst du doch nicht so ab, Junge. So, obligatorisches U haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten tatsächlich, ihn hier wegzuhauen. Lass ihn ein bisschen fahren, hätte ich gesagt. Und wir gucken, dass wir ihn da vorne. Hallo! Was macht er denn mit dir? Er drückt mich aber weg, als wäre ich nicht da. Das ist der Wahnsinn. Ja, wir haben halt hier echt nichts, wo wir ihn festsetzen können. Ja, da vorne wird es wieder probieren. Ja, da vorne kommt was. Da vorne rechts, nicht links, rechts. Ja, so. Hey, ist doch rechts. Ich lass ihn nicht raus. Ja, schön. Wir haben ihn aber. Ja, oh ja, er steht. Warte, so? Jetzt? 1, 2, 3, nein! 4. 5, ja. Schön. Oh, hier kommt gleich der nächste. Wo? Oh, da, ja. Hinter uns.
hinter uns sind die Dinge. Oder nee, was ist das? Genau, ja, er fährt jetzt wieder. Er repariert sich hier gleich. Der fährt das obligatorische U und runter, was? Richtung Reparaturpunkt. Mhm. In Richtung Park runter. Ja, ich muss auch. Ja, ihr könnt euch hier hinten am Bahnhof reparieren, dann seid ihr gleich wieder an der Verfolgung dran. Ja. Ist er ist jetzt gleich. Er ist runtergefahren und ist jetzt an der Gartenanlage, also im Park, und fährt jetzt Richtung Haarnadel so ein bisschen, nimmt aber nicht die. Doch, nimmt die Haarnadel. Ah, okay. Da seid ihr. Ich glaube, er dreht um, ja, er will umdrehen. Nee, mein Freund. Wo seid ihr? In der Haarnadel wieder nach unten Richtung Park. Oh, ich hab den Audi-Frontal, hallo! Ja, er steht hier an der Wand, er steht hier noch. Ja. Schade. Er fährt geradeaus weiter in Richtung Eskalation. Leute, wir brauchen euch jetzt echt hier noch, wir brauchen einen dritten Mann. Meinst du, ich kann alleine beim Audi dranbleiben? Ja, probier's, aber alle anderen bitte jetzt ankommen. Wir sind jetzt auf Eskalation Richtung Osten. Biegt aber auf Speerstraße nach links ab. Er hat gar keine Reifen mehr. Jetzt müsst ihr mal Schicht im Schacht sein. Ja, ja, bleib hinten dran. Schade, sind jetzt am Treppenplatz. Wir haben ihn fast fest gehabt. Jetzt auf der Hauptstraße in Richtung Osten weiter. Oh, was macht denn der Passant hier? Ich spiele ein bisschen Bowling mit dem Audi, ne? Viel Erfolg. Ja, ist immer noch auf Hauptstraße. Er hat gar keinen Grip mehr, ey. Jetzt an der Universität. Komm, den müssen wir jetzt hier festmachen. Was hat der an Leistung? Und unendlich Schaden. Ey, der Mercedes, der hat auch sowas von kein Ding mehr. Was passiert hier mit ihm? Du dahinter, jetzt du dahinter. Ja. Oh nein. Komm, jetzt haben wir ihn doch fast. Wir sind jetzt am Statuenplatz. Ja, ja, jetzt haben wir hier in einem Ding. Einer noch dahinter. Oh, okay. Sag mir was anderes. Statuenplatz. Komm, ja, da kommt gleich. Nee, warte. Nee, das ist der dritte Platz. Ja. Wir stehen jetzt mit ihm. 2, 3, 4. Ja, wir haben ihn. Gut, Falk, bist du am Audi? Hauptstraße vom Treppenplatz ist der Audi. Fährt weiter Richtung Hauptstraße, Richtung Osten. Richtung Osten. Kaffeepause endet auch gleich in 20 Sekunden. Ja. Sind an der Einfahrt zum Untergrund vorbei. Ja, das sind leider die Hauptstraße Richtung Osten. Jetzt gleich einer Winkelgasse. Ja. Nee, ja, doch hier. Hallo. Hi. Schade. Ja. Was leider. Da, warte, sind an der Universität stehen wir. Ja. Oh, der Alter. Okay. Wir sind an der Universität. Fährt die Universität von der Hauptstraße links rein. Ja. Also fährt Richtung Norden. Norden. Die Kaffeepause ist jetzt übrigens vorbei. Warte, lol, hier steht da was? Ah, ist in die Winkelgasse abgebogen. Oh Gott, Kopfkarambolage. Leute. Okay, also. Seid ihr noch dran, bitte? Ja, er fährt irgendwie aus der Stadt vorne. Okay. Biegt rechts ab. Sind auf der Hauptstraße. Oh Gott, ich hab 100% Reifen. So. Leute, guckt doch nicht. Ich kann nichts mehr machen außer eine Drift-Show, glaube ich. Jetzt sind wir aber. Wo ist er denn? Ne, da ist er. Hier links. Ist noch irgendwer dran? Ja. Ja, wo denn? Wer, wo? Wir nehmen wir aber die Runden. Fahren jetzt in Untergrund bei Eskalation, glaube ich. Oder hier ist der Mercedes gerade. Ja, ja, das nee, das ist der mal. Sind wir nicht am Mercedes dran? Nein, wir sind Mercedes haben wir festgesetzt. Untergrund bei Eskalation. Ja, siehst du ungefähr, in welche Richtung ihr rauskommt aus Untergrund? Aaron ist da vor dir? Ich glaub. Ja, ja. Teufelseck. Ja. Oh, warte. Ja? Ja, ja 1, 2, 3, 4, 5, ja. Sieht man nice. Den Mercedes noch? Ah, ich hab den BMW. Der BMW fährt Eskalation gerade Richtung Westen. Westen ist da. Ach Gott. Aber kann sein, er ist schon weg. Ich habe ihn nur noch. Ich muss dann rumdrehen. Ich anticipate jetzt halt mal, dass er weiter zum Bahnhof ist. Ja, ist er. Er fährt hoch in Richtung nördlichster Punkt zum Tunnel der BMW. Ah, der fährt gerade jetzt Hauptstraße. Wo ist er? Fährt jetzt Hauptstraße entlang. Ich hätte mir fast gehabt. Jetzt am Treppenplatz, Treppenplatz durch, auch weiter auf Hauptstraße in Richtung Osten.
ich glaube, er ist nicht in Untergrundnähe, er ist weiter auf Hauptstraße, jetzt Universität vorbei. Seid ihr noch auf dem Weg zum nördlichsten Ray, Punkt, oder? Nein. Nee, Hauptstraße. Liegt jetzt rechts ab an der Kreuzung und an der Universität, und zwar die zweite Straße und dann nochmal rechts. Ah, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich es verkackt. Er ist am Stadionplatz, ne? Ja, genau, da kommt er raus. Nee, der ist da hinten, oder? Irgendwas ist da auf jeden Fall da. Ja, da ist er. Das ist der Blaue. Hier entlang. Wir fahren Richtung ist da, also Stadion. Oh, genau, kann ich jetzt nicht sagen. Oh nein. Oh Gott. Der fährt des Dings hier, nicht wo ich fahre, sondern Teufelseck da oben rein. Quasi wo man hochfährt. Oder dann entweder zur Dings, zur Dings mein Fresse. Naja, alles gut. Ich glaube, ich kann euch hören. Oh, im Untergrund ist der Mercedes. Probierst du zu callen, seid im Untergrund gerade, oder? Ja, kam entgegen, muss man gucken. Aber er fährt Untergrund raus Richtung Teufelseck. Oder beim Teufelseck. Okay, dann soll ich da kommen. Weißt du, wo das Theater ist? Dahinter. Ach, da seid ihr, lol. Und ich Faxen gemacht haben. Ich bleib mal noch am Golf dran. Der Rest bitte aber weiter auf Falls Calls hören. Das Wirrwarr. Fahren Richtung Eskalation. Wir sind jetzt auf der Eskalation Richtung Sperrstraße. Fahren diese weiter. Fahren immer noch Eskalation. Er ist jetzt an der Einfahrt zum Untergrund vorbei. Sind jetzt eher auf der Sperrstraße. Sind jetzt an der Sperrstraße, kreuzen die weiter. Fahren Richtung Park oder Bahnhof. Alles klar. Fahren Richtung Bahnhof. Sind jetzt gleich am Bahnhof. Sind jetzt am letzten Knick. Sind jetzt am Bahnhof. Er ist am Bahnhof, fern Richtung Norden, also Richtung nördlichster Punkt, / Hauptstraße. Da kommt der Audi, ein Fahrer hinter mir. Ja, hab ich. Sind jetzt in der letzten Kurve vor der Dings, es fährt recht außen, in Mitte, Hauptstraße Richtung Osten, sind jetzt immer noch auf der Hauptstraße, sind jetzt am Stadionplatz quasi, fahren die Sperrstraße, fahren nicht ganz Hauptstraße, tut mir leid. Wir fahren weiter Richtung entweder obligatorisches U, südlichste Straße oder... Ist das andere, obligatorisches U, der südlichste Straße, obligatorisches U. Wir fahren das obligatorische U, er fliegt komplett ab im Busch. Na, was machst du? Ja, das obligatorische U. Wir sind jetzt immer noch im obligatorischen U, fahren das quasi von oben an oder von Osten. Ah, okay. Ja, muss Westen. Also, das Ray, aha. Es bewegt nicht ganz so viel. Wir fahren quasi wieder hoch Richtung Sperrstraße. Oh, okay, schön. Ich bin gleich bei euch. Der steht hier, warte mal. Ist ja jetzt im Offroad, kommt jetzt wieder zurück auf die Straße, ist jetzt auf der Straße. Wir sind quasi im fast obersten Knick vor der letzten Kurve im obligatorischen U, fahren Richtung Sperrstraße. Sind jetzt an der Sperrstraße, schön, never mind, aber trotzdem gut. Fahren die südliche Straße, sind jetzt südliche Straße Richtung Osten. Alles klar. Also alle, wenn ihr gerade Schaden habt, könnt ihr euch ja mal Richtung Stadion porten. Da kommen wir nämlich dann raus. Sind immer noch auf der südlichsten Straße, jetzt Eingang Blitzerzone. Die Blitzerzone existiert nicht mehr. Jetzt in der Blitzerzone. Wir haben ja Kontakt, richtig. Sind jetzt circa Mitte Blitzerzone vor der fast schärfsten Kurve. Er fliegt komplett ab. Sind jetzt vor der 90-Grad-Kurve in der Blitzerzone. Sind jetzt in der 90-Grad-Kurve in der Blitzerzone. Wir sind jetzt am Ende von der Blitzerzone. Oh, hier gibt's nichts. Kollegen sich runter unten repariert am Stadion, da kommen wir nämlich jetzt gleich raus. Ja, er ist hier noch quasi jetzt am letzten Ende. Oh lol, da ist noch ein Ding. Das ist der BMW schon wieder, ja. Wir fahren jetzt quasi am wo du Stadion, dich reparieren darfst. Ich schieße ihn mal hier rein, komm, scheiß drauf. Ja, so ist es stehen lassen. Nein! Hier darfst du eigentlich nicht rüberfahren? Jetzt am. Es sei denn, er fährt da hinten die andere. Ja, fährt wieder zurück quasi hier. Ich weiß gerade auch nicht, wie die Straße genau heißt, aber quasi die Straße vom Stadion in die Stadt rein. Eine große Straße. Weiter? Oh, scheiße. Er biegt hier ganz scharf links weg, ist jetzt auf dem großen Platz mit. Das ist doch Wirrwarr, oder nicht? Kirche, ja, das ist das Wirrwarr. Und jetzt sind wir gleich am Statuenplatz und fahren Statuenplatz wieder in Richtung Universität rechts hoch. Also scharf rechts am Stadionplatz. Wir müssten jetzt auf der Hauptstraße, dann kommen wir wieder runter. Ne, dreht, hat einen Spinaller gemacht und fährt zurück Richtung Stadionplatz. Ne, dran vorbei, an der Universität vorbei, auf der Hauptstraße jetzt in Richtung Westen.
Kommt ihr da? Nein! Nein! Ja, wir sind Hauptstraße im Treppenplatz durch, fahren weiter in Richtung Westen. Kann jemand rankommen? Ich muss mich reparieren. Ich habe gerade Aaron mehr wehgetan als ihm. Und fährt jetzt aber die Tunnelstraße quasi nach Süden runter. Wie heißt die denn? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, er kommt jetzt gleich am Reparaturpunkt raus. Ah, hier ist auch gerade der BMW. Wo? Jetzt am Reparaturpunkt der Cops durch. An welchem? Ja, an dem westlichen. Rundenplatz. Rundenplatz. Und fährt jetzt ins obligatorische U rein. Obligatorisches U. Erste Kurve durch. Leute, kommt dran. Ich habe 30% Motor. Ja. Ich bin fast da. Obligatorisches U jetzt gleich in dem eigentlichen U, sag ich mal. Er ist auch schon richtig weak halt, ne? Ja, ich auch nicht. Ja. Ich bremse ihn noch ein bisschen aus. Seid ihr fast schon oben wieder raus? Ne, wir fahren jetzt quasi links runter zum Park. Also bei der, wo es oben sich aufsplittet. Ja, ja. Wir haben noch eine Minute, ne, zwei Minuten bis Overtime. Ah nein, warum steht da jetzt so ein Scheißkäfer? Ne, wir sind jetzt wieder unten am Park. Unten am Park und fährt es um diese Parkpassage außen rum. Beziehungsweise driftet um die Parkpassage rum. Oh, ich bin hinter dir, bin hinter dir. Ich würde mich gerne eigentlich nochmal reparieren jetzt in den letzten paar Sekunden. Falk, bist du dran? 1, 2, 3, 4. Ach! Jetzt? So? Ja? Nein? Ah, fuck. Er backt, warte, nicht ran, nicht ran. Nein! Nein! Er hat ihn befreit. Was ist das? Wir hatten ihn fest. Wo seid ihr gerade? Ich repariere mich noch schnell, ich habe noch ein paar Sekunden. Ja. Wir sind in der. Alter, was war das denn? Haarnadel sind wir. Junge, ich setze dich hier alleine fest. 1, 2, 3, 4, 5. Na, komm! Der BMW müsste noch da irgendwo rumfahren. Vielleicht kann sich jemand dranhängen. Jetzt sich hier an der Fels und Fest. Ich hatte wir sind immer noch in der Haarnadel. Jetzt der BMW ist Overtime. Fährt die Haarnadel runter. Der BMW fährt die Haarnadel runter. Ja, Falk, probier du an dem dran zu bleiben. Nee, kann ich nicht. Ich hab den BMW frontal von der Haarnadel runtergeschossen. Hier runter. Junge. Oh ja, der fährt gerade in Richtung Platz. 1, 2, 3, 4, 5. So, du bist raus, mein Freund. Danke. Ich hab noch den TT, aber der hat sich einfach weggepackt. Nee, ich bin noch dran. Hä? Wir sind gerade starten und Platz. Okay. Ah. Könnt ihr probieren, dran zu bleiben? Dann machen wir erst kurz den Audi, den BMW-Ding fest. Du, der Audi ist eh schon so gut wie freckt. Ja, der ist super. Der BMW ist Petboy, bist du noch gerade hoch. Punkt gleich. Eine von den beiden Straßen, ich hab's nicht gesehen, ich war zu weit weg. Hier ist auch noch der Dodge. Zeit ist doch schon rum. Nördlichste Straße. Ah nein, halt, wir haben noch ein paar Sekunden bis Overtime. Overtime ist jetzt erst. Probiert noch dran zu bleiben. Der muss die nördlichste gefahren sein. Okay, aber wenn der BMW nicht mehr dran seid, dann müssen wir es jetzt leider wegcallen. Aaron, wo ist der Audi? Der ist eigentlich so gut wie tot. Den kann ich kriegen halt einen hin. Ja, komm. Sonst noch jemand irgendwo dran? Ja, der BMW ist gerade rausgefahren. Ja, den haben wir verloren. Okay, ja. Dann Aaron, call nochmal den Audi, dann machen wir den halt noch. Wir sind eben unter. Passt das schon. Und. Oh, ganz im Osten. Ganz im Osten. Östlichste Abfahrt. Hauptstraße? Nee, bei Statuenplatz sind wir jetzt gerade. Ach so, Richtung Bahnhof. Alter, wie lange geht denn hier der Untergrund? Was? So, jetzt, ja, da kam gerade einer entgegen. Ja, bleib einfach stehen. Der, Scheiße. Komm nochmal davor. Der hat sich bei mir gehabt. Jetzt, Hinten. Ja, keine Leistung. Was ist das denn hier für ein Rumgekrebs, ey? Wo seid ihr jetzt? Auf der Hauptstraße? Nein, wir sind unten beim Wirrwarr. Wir fahren in den Untergrund rein. Aber jetzt mit Hass und Gebrüll hier rein. So, jetzt stehen bleiben. Ja, stehen bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Ja, der ist raus. Ja, okay. Immerhin den auch noch bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Racer wir haben, aber ich glaube, es war gar nicht mehr waren so. Es waren schon 6 Stück oder so, glaube ich. Also irgendwie so ein ganz okayer Mittelwert. Ja. Ganz okayer Mittelwert. Also man muss ja noch Leistungsspitzen. 6 bis 8. Leistungsspitzen muss man ja noch offen lassen. Naja, also ich denke. Hat schon gepasst. Vielen Dank an die Cop-Truppe. Und wir sehen uns dann gleich wieder auf der Racer-Seite. Wasn't looking for a soulmate. I
Thought he would float away like a ghost in the night.